Der Juni beginnt mit einem fast schon vorprogrammierten Skandal, nämlich mit dem Top-Down-Shooter Hatred. Darin soll man als Amokläufer möglichst viele unschuldige Opfer töten. Einen ironischen Doppelboden oder eine satirische Note braucht man hier wohl gar nicht erst suchen, also eher ein platter Schrei nach Aufmerksamkeit, der aber bereits gut funktioniert hat. Auf Steam wird es Hatred nämlich nun doch geben, nachdem man das Spiel anfangs nicht anbieten wollte. Die Landsleute der Hatred-Macher von CD Projekt wiederum verweigern auf ihrer Download-Plattform GOG.com die Auslieferung. Die Macher von Broken Age haben im Schatten des Double Fine Adventures noch ein anderes Kickstarter-Projekt erfolgreich finanziert. Das rundenbasierte Strategiespiel Massive Chalice, das jetzt den Early Access-Status verlässt. Worum es geht? Als unsterblicher König sollen wir unser Reich über Jahrhunderte hinweg ausbauen und gegen Dämonen verteidigen. Der Multiplayer-Shooter Dirty Bomb geht im Juni in die Open Beta, was bei einem Free-to-Play-Spiel fast schon mit dem Release gleichkommt. Immerhin kann man ja jetzt schon fleißig Geld ausgeben. Dirty Bomb setzt auf schnelle Gefechte, abwechslungsreiche Spielfiguren mit unterschiedlichen Fähigkeiten und wird von den Machern von Enemy Territory und Brink entwickelt. Blizzard lässt sein erstes hauseigenes MOBA auf die Massen los und schließt so den Kreis. Schließlich begann das Genre einst als Mod für Warcraft 3. In Heroes of the Storm schickt Blizzard seine bekannten Helden aus Diablo, Starcraft oder WoW in die Lanes und will sich damit besonders an Genre-Einsteiger richten. D4 Dark Dreams Don't Die kommt nach der Xbox One nun auch auf den PC. Natürlich mit angepasster Steuerung, ganz ohne Kinect-Option. Die erste Staffel dieses qualitativ doch eher umstrittenen Mystery-Spiels umfasst den Prolog und die ersten zwei Episoden, in denen wir Ex-Cop David Young bei seiner übernatürlichen Detektivarbeit begleiten und das Mysterium um den Tod seiner Frau aufklären wollen. Silvio ist ein First-Person-Horrorspiel, in dem wir im Jahr 1971 nach einem Erdbeben aus einer privaten Parkanlage entfliehen sollen. Dabei sollen uns mysteriöse Tonbänder helfen, den Geistern der Vergangenheit auf die Spur zu kommen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und gleich nochmal First-Person-Horror, diesmal allerdings nach einer wahren Begebenheit. In Colette führt uns Schauspieler Sean Bean als Erzähler auf die Spur des Unglücks am Jadlo-Pass, bei dem 1959 9 Skiwanderer im nördlichen Ural auf mysteriöse Weise starben. Ein Geheimnis, das bis heute ungelüftet ist. Das Lego-Spiel zum neuen Jurassic Park-Film Jurassic World führt uns nicht nur durch den vierten Kinoauftritt, wir spielen auch die Abenteuer der drei Vorgänger nach und können dabei sogar die Dinos selbst steuern. Natürlich kann auch Lego Jurassic World komplett im Koop gespielt werden. Motorradrennspiele sind eher selten. Im Juni gibt es mit MotoGP 15 aber immerhin einen neuen Genrevertreter. In der diesjährigen Version kann man erstmals mit einem eigenen Team antreten. Zudem soll ein neues Fahrmodell für mehr Realismus sorgen. Die Arkham-Trilogie geht in die letzte Runde und zwar mit dem vierten Spiel der Serie. Moment, Trilogie, viertes Spiel? Ja, Batman Arkham Origin zählt offiziell nicht dazu, schließlich wurde es nicht von Rocksteady entwickelt. Arkham Knight bringt den dunklen Ritter nun zurück und endlich dürfen wir auch das Batmobil steuern, das man hier fast schon Bat-Panzer nennen darf. Außerdem können wir jetzt on the fly und blitzschnell den Spielcharakter wechseln und so von Batman zu Robin, Nightwing oder Catwoman springen. Was ist Blood Bowl 2, kurz gesagt Football im Warhammer-Universum? Und das passt natürlich super zusammen, wie schon das erste Blood Bowl zeigte. Diesmal gibt es neben besserer Grafik auch mehr Multiplayer-Optionen. Oder wir versuchen uns an der neuen Story-Kampagne und führen unser Team zur Meisterschaft, egal ob Menschen, Orks, Zwerge oder Dunkelelfen. Final Fantasy XIV Heavensward ist die erste große Erweiterung für das überarbeitete Online-Rollenspiel und hebt den Maximallevel auf 60 an. Außerdem gibt es jetzt Drachen als Reittiere und mit den Aura ein neues spielbares Volk. Wer will, kann sogar eigene Luftschiffe bauen und damit den neuen Stadtstaat, das heilige Isgard, besuchen.